Ich habe einfach meine erste TV-Anfrage bekommen. Und nein, ich bin leider nicht als Bibi im neuen Bibi und Tina-Film gecastet. Tut mir wirklich leid, aber das hat leider nicht geklappt. Deswegen habe ich dazu auch nicht wieder irgendein Video oder so gemacht. Aber ganz ehrlich, ich finde das, was ich jetzt bekommen habe, eigentlich viel besser. Das entspricht halt auch einfach so viel mehr meinem Charakter. Und danach sind, glaube ich, einfach alle Wege offen für mich. Alle! Okay, also ich zeige euch das jetzt und ich war einfach hin und weg. Einfach boah! Also das hier habe ich jetzt bei Instagram bekommen und Douglas, ich bin und ich bin Redakteurin für die Sendung Beauty and the Nerd. Wir sind derzeit auf der Suche nach Kandidaten für die nächste Staffel 2024. Über Instagram bin ich auf dein Profil aufmerksam geworden und würde gerne mehr über dich und dein Hobby erfahren. Ist ja voll plausibel, oder? Also habe ich zurückgeschrieben. Danke, aber die Videos sind immer ein bisschen retuschiert. Ich würde mich jetzt nicht als klassische Beauty bezeichnen. Ja, und dann kam halt erstmal eine Zeit lang nichts und ich dachte so, oh, habe ich jetzt meinen TV-Auftritt versaut? Aber dann, wir hätten dich auch eher als Nerd gesehen. Und da war ich dann ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil dann müssen die ja im Prinzip noch schönere Menschen casten, damit ich der Nerd bin. Laut dem Screwdriver bin ich super schön. Jedenfalls, da stand ja halt so drin, so, dass denen mein Hobby so gut gefallen hatte und so. Dann habe ich noch ein bisschen versucht rauszukitzeln. So, welches Hobby meinten die denn? Aber dann kam leider keine Antwort mehr, obwohl die es gesehen haben. Leute, seht ihr mich bei Beauty and the Nerd? Ganz ehrlich, wenn ihr mich da seht, dann, ich meine, dann kann ich ja nochmal einen Versuch starten oder. Jedenfalls, ich hoffe, dass ich dadurch jetzt trotzdem die Chance kriege, vielleicht in anderen TV-Produktionen dabei zu sein.